Jetzt meine Freunde, ja, ich habe gerade das Spiel Wolfsburg-Schalke geguckt, ja. Spannendes Spiel, muss ich sagen. Lange Zeit 0-0. Ja, dann, ja. Schalke hat 1-0 gewonnen. Ja. Dann hat der Wolfsburg einen Elfmeter gehabt noch. Der Knoche hat verschossen, also Fährmann hat gehalten. Ich habe gedacht, da ist das schon gelaufen. Das war so eine 60., 70. Minute, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ne, da war, glaube ich, so ziemlich am Ende. Und dann. Knoche dann noch in der 87. Minute noch das unglückliche Eigentor und somit hat Schalke 1-0 gewonnen. Aber ich finde, obwohl ich ja ein Schalker-Fan bin, unentschieden wäre es gerecht gewesen. Aber dumme Missgeschicke passieren halt. Da hätte Schalke auch passieren können. Ja. Und den Dominik, also unseren Trainer, den Tedesco, den finde ich so richtig klasse. Seit er in der Mannschaft da ist, ist Schalke viel besser als jetzt die letzten Jahre oder letzte Saison zum Beispiel jetzt. Schreibt mir eine Meinung, wie ihr das meint. Aber ich finde, dass die Schalker jetzt, ich sag mal so jetzt, mal aus dieser Krise rauskommen und der Tedesco, dann greift die jeden einzelnen Spieler, finde ich, auf und sagt, ja, schreibt mal eure Meinung, wie ihr getippt habt eigentlich. Ich habe zwar einen Sieg für Schalke getippt, aber unentschieden wäre es gut gewesen eigentlich. Ja, ich habe auch zwei Musicals postet, check mal ab, auf Instagram noch ein Foto gemacht. Check das mal aus. Und wir sehen uns. Ciao.